Weißt du, wie ich mich dich vorstelle vom Aussehen her? Worte. Jetzt bin ich gespannt. Also, das ist, klingt jetzt weird, aber so wie der Minecraft-Charakter halt so ein bisschen nur in Real Life. Ja, aber verstehe ich, das geht, glaube ich, sehr vielen so. So wie ein Film, so Business-Leute, die dann immer nur so richtig... Mit grauer Haut, meinst du? Ja, das vielleicht jetzt nicht. Blasser Haut, weil du nur zu Hause chillst anscheinend. Craft Attack 10 mit mir, Basti GHG. Alright, also das ist aber auch wirklich... Das hier ist die Hardcore-Konstellation. Erster Weihnachtsfeiertag. Hallo, frohes Fest. Das ist halt wirklich, aber auch, also for real, Isa ist so insane, Alter. Erster Weihnachtsfeiertag, Isa, lass mich raten, gerade am Wohnzimmer einrichten, nochmal eine Kommode bauen, nochmal den Stuhl eventuell verschieben, nochmal abbauen, nochmal eine neue Küchenbeleuchtung. Es ist halt, es ist insane, aber sehr, sehr, sehr cool. Ja, aber ansonsten war es bei mir soweit sehr, sehr nice. Also wir hatten gestern auf jeden Fall einen sehr schönen Tag. Ja, und ich hoffe halt ihr soweit auch. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit habt. So weit hattet. Lass uns mal ganz kurz hier mal aufräumen, weil Ordnung ist das halbe Leben. Und das hier, das kann ja definitiv so erstmal auch nicht weitergehen. Diese Wand müssen wir, by the way, auch mal endlich machen. Ich habe mir jetzt aber gedacht, dass wir jetzt in der Session mal ausnahmsweise nicht an unserem Biom oder unserer, ich will mal Landschaft sagen, weil Biom mal ein bisschen falsch klingt, weil bei Biom wird am Ende jeder nur denken, dass ich Quüste 2.0 mache. Es geht mir aber ehrlich gesagt darum, die ganze Landschaft zu machen. Kann ich dich irgendwo antreffen? Wollte wegen einem Schalker Boxengeschäft reden. Sehr gerne. Ich bin bei mir in der Base. Yo! Guten Tag. Hallo. Na, grüß dich. Frohe Weihnachten erstmal noch. Ey, dir auch. Dings, ich hab gesehen, bei dir, die Schalker Farm ist ja irgendwie so richtig krass am Laufen und alles. Und ich brauch Schalker Boxen. Also ich würde gern einfach mal ein Lager bauen mit Schalker Boxen, dies, das. Jetzt jedes Mal einzeln halt eine Schalker Box kaufen ist ja ein bisschen aufwendig, du verstehst und so. Voll. Deswegen wollte ich dich mal fragen, ob man irgendwie sowas erwerben kann, wie so einen einfach Zugang zur Schalker Farm irgendwie, dass man die regelmäßig mal irgendwie, ja, einen Stack rausnehmen kann oder so. Ob es da irgendein Angebot gibt oder sowas? Ich könnte, wenn du möchtest, ich kann dir gerne Schalker Shells halt einfach in Massen einmal verkaufen. Wie viel wären das dann so? Also hast du also, da so einen festen Preis schon? Also das kommt ja drauf an. Auf Menge gehe ich ja gerne runter im Preis auch, aber es kommt halt drauf an, hast du eine Tendenz, wie viele Schalker Kisten du halt brauchst, weil ich kann an sich halt jetzt nicht, also es macht halt keinen Sinn für meinen Shop, wenn ich jetzt sage, yo, hey, ihr könnt alle an die Farm gehen und... Ja, klar, verstehe schon. Lass mich mal kurz im Kopf überschlagen. Sagen wir es mal so, ich wäre bereit, 32 Diamantblöcke zu zahlen. Für ungefähr, würde ich jetzt so sagen, so 8 Stacks Schalker Shells. Also 288 Diamanten hast du. Wie viele Schalker möchtest du? Wie viele Shells? 4 Stacks oder 8 Stacks? 8 Stacks, also dass ich sozusagen halt 256 Schalker Boxen habe. Das heißt, du möchtest ungefähr eine Schalker für einen Diamanten kaufen. Ja. Also. Das ist ja auch eine Menge, musst du sagen, weißt du. Auf jeden Fall. Ich habe bei solchen hohen Mengen bin ich halt runtergegangen, sowas auf 3 Diamanten. Das ist sowas, was ich anbieten kann. Das Ding ist nur so, also mehr Dias habe ich halt gerade auch nicht zur Verfügung. Das Dreifache wäre schon sehr viel. Man kann ja vielleicht so einen Weihnachtsdeal oder sowas machen. Das ist jetzt die Taktik mehr an Weihnachten, diesen Trade hier zu machen. Wir haben noch Weihnachten, Basti. Wir haben Weihnachten. Guck mal, was ich dir anbieten kann für... Warte mal, ich muss hier gerade richtig ackern am Rechner, Alter. 288, okay, ja, wir machen es, komm. Weil aber auch... Okay. Weil Weihnachten. 6 Stacks machen wir für Heimstack-Blöcke. Ich hol dir ganz kurz. Jo. Und zwar wären das hier 6 Stacks Shells. Oh, nice. Hier, die Bezahlung. Ich danke dir. Jo, na dann, viel Erfolg beim Lager. Dankeschön, ciao, ciao. Jo. So. Oh. Hallo. Was geht? Warum bist du reingekommen? Vor einer Sekunde. Oh, okay, gut. Oh Gott. Wieso? Was gab es gerade für Top-Secret-Sachen, die erzählt wurden? Nichts. Ich habe nur so ein bisschen über die Laterne, über Lampe, Kronleuchter. Dein Raum ist fertig übrigens. Oh, der wird gleich inspiziert. Isa, ich sag dir ehrlich, am ersten Weihnachtsfeiertag, um diese Uhrzeit hier online zu sein, das ist eine Auszeichnung. Für dein erstes Craft-Tag hast du dich aber wirklich, also du hast dir aber wirklich einen Legendenstatus jetzt schon erspielt, ne? Also was du für einen Effort hier reinballerst, ist ja ultra nice.
Okay. Schreibe ich in meinen Lebenslauf später rein. Dann gucke ich mir mal das Zimmer an. Also du bist fertig geworden mit dem geheimen Keller auch. Ja. Das klang so skeptisch. Ja, doch, ich bin fertig, aber ich habe kein Schlafzimmer. Oh, es gibt kein Bett. Nee, aber ich mag immer noch meinen Eingang, der ist sehr ultra-safe. Was meinst du als Eingang? Jetzt die Tür oder meinst du die offene Fensterfront? Oh mein Gott, hier ist ein Creeper. Die offene Fensterfront. Die ist doch gut, oder nicht? Ja, natürlich, ja. Es ist gute Lüftung. Wer braucht Klimaanlagen? Ja. So, oh, hier. Du hast einen Stern. Alter, also schon vor lange da, den hat Stegi gemacht. Hab ich ja nie gesehen. Aber ist echt voll nice. Aber Stegi tryhardet auch so heftig mit den unsichtbaren Armor-Stands. Das ist. Ja, ja. Ich hab da überhaupt keinen Bock, wenn ich schon bei ihm zusehe, wie er das Buch immer so instant 6 Seiten umblättert und dann 1 Millimeter das um. Nee, hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, vor allem dauert das so lange, bis du irgendwas fertig hast. Das muss nicht sein. Isa. Ja. Es wird ein bisschen viel tote Tiere in deinem Haus, oder? Also. Der liegt da schon länger. Ja, aber was? Das ist jetzt ein Katzenkopf. Und was ist das jetzt für ein Tier? Es gibt doch, wie heißen die großen Wildkatzen nochmal? Ein Luchs ist nicht groß, oder? Nee. Genau. Ja, doch, ist groß genug. Ah, es ist ein Luchs. Der Arme. So. Und das ist jetzt, also es liegt ein toter Luchs vor meinem Zimmer. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Ich darf reingehen, ja? Ja. Boah. Hey, Stegi ist weg? Ja. Du hast Stegi mit Heiko ausgetauscht? Ja. Hat er dir nicht mehr gefallen? Konntest du das Gesicht nicht mehr sehen oder was? Nein. Ich hab Stegi woanders hingepackt. In den Keller. Oh nein. Oha, das ist nice. Mit Billardtisch. Warte mal. Ja, in der letzten Ecke ist Stegi. Aber hey, voll nice. Nein, die Leute meinten, ich soll den irgendwas mit dem Kamin hinpacken, wegen Varon oder so. Meinst du wegen Varo? Oh ja, das kann gut sein. Die meinten alle, ich soll Stegi auf den Kamin packen, deswegen habe ich ihn ausgetauscht mit Heiko, damit er auf den Kamin kann. Aber das ist voll sweet, vor allem jetzt noch mehr Aliens und so. Ja, was? Also, die Blumen. Achso, ja, hier sind. Guck mal, wie findest du die Pose von Hugo? Ja, ich würde ihm nicht trauen, wenn er die Hände hinter dem Rücken hat. Ja, hier chillig. Ja, voll nice. Hast du das auch, also hast du die Figuren selber gemacht, alles? Ja. Voll gut. Hat es lange gedauert? Das ist ehrlich Varon, nice. Varon. Wegen Varon meinten die, soll ich den erstmal in den Kamin reintun? Oder wusste ich halt nicht, wie ich das machen soll, weil dann verbrennt die Figur. Aber ja, dann halt auf den Kamin. Also doch, also ich checke aber nicht, was soll Varon sein? Also, weiß ich nicht, die Leute haben gesagt, pack Stegi in den Kamin, das ist ein Insider von Varon. Das haben super viele gesagt. Ja, aber save Varo, weil er halt immer im Nether in Varo gestorben ist. Also, wenn jetzt Varo gemeint ist, oder ich check irgendwas nicht. Ey, ich find's ultra nice, ich find's echt, ist schön hier. Sehr gut. Ansonsten kannst du ihn jederzeit moven. Nee, wenn, der kann ruhig in den Kamin rein. Ich wollte mich ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen darum kümmern, dass ich jetzt heute mal ein bisschen mein Trident in die Mitte hinein buxiere. Also besser gesagt die Statue. Ich werde ein kleines Fundament bauen, deswegen stand ich da gerade schon. Ein kleines Fundament. Und darauf haben wir einen Trident, der in Netherite-Farben eigentlich, also der soll in Schwarz-Weiß da gebaut sein. Ich habe keine Ahnung, ob das gut am Ende aussehen wird. Ich bin ein bisschen am struggeln, ob das halt so cool wird. Ich hoffe aber. Da muss ich aber hier nochmal aufräumen. Das kann weg. Das kommt hier hin. Du kommst weg. Ich will nicht, dass die ganze Zeit hier irgendwie was rumsteht. Ja, und auf jeden Fall, ich muss jetzt erstmal überlegen. Da soll ja auch der Drowned rein. Oh, hier ist die Karte von Stegi, by the way. Er hat die nächste gemacht. Sehr, sehr, sehr gut. Also auch zu einem guten Zeitpunkt. Weil jetzt sieht man halt wirklich, wie sich das Black Poison hier wirklich stabil ausbreitet. Auf jeden Fall. Es wird hier auf dem Glas stehen. Ich bin am überlegen, ob ich das ein bisschen erhöht mache, dass man rein theoretisch hier unten drunter langlaufen kann. Dass wir sozusagen hier Füße, also hier richtige Pfeiler installieren. Die gehen so hoch und dann schließt sich das ein bisschen. Bin aber am Überlegen, aus was für Materialien ich das mache. Also es wird halt schon dunkel sein. Ja, schwierig ein bisschen, weil, also ich würde es dann schon ganz gerne aus Walls oder so machen. Oder ich weiß nicht, ob das halt blöd ist, wenn ich es auf das Glas setze hier. Ob es nicht eventuell wasted ist. Nee, das muss ein bisschen erhöht sein. Das muss ein bisschen erhöht sein, aber ich glaube, ich werde dafür Quarz nehmen. Ich glaube, mit Quarz mache ich mir ehrlich gesagt einen Gefallen. So, was wir halt machen können. Ja gut, also dann nehmen wir halt schon halt die Wolle an sich halt raus. Ich würde jetzt hier einfach wirklich einen sehr, sehr simplen Pfeiler machen. Weil so hoch soll es gar nicht sein. Ja, ich improvisiere jetzt halt, wie gesagt, es soll jetzt gar nicht zu krass, sondern es ist halt jetzt auch ein bisschen, ich finde, dass diese Doppelkante eben immer das nochmal ein bisschen majestätischer aussehen lässt und irgendwie passt das ja auch ins gesamte Theme. Jetzt würde ich halt hier abwechselnd einfach mal ein bisschen das Schmuck machen.
Ah, ich finde Quarz. Ich kann irgendwie, I don't know, ich kann immer wieder mit. Ich finde Quarz immer wieder so traumhaft schön. Ich glaube, das hat ein bisschen mehr Style. Basti, würdest du dich mir zeigen, so wie du ausschaust? Boah, warum denkst du überhaupt so lange nach? Weil ich jetzt mal kurz die Frage verstehen musste. Also, okay, war sehr unverständlich formuliert. Das ist true. Ja, kommt voll drauf an. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, wann diese Situation sein sollte. Okay, wenn aber irgendwann mal so eine Situation wäre dann oder wär sein das, könnte. Dann glaube ich schon an sich. Also ich glaube, ich bin da mit, wenn es halt irgendwie andere, also andere Creator oder whatever und so, da ist mir immer nur so wichtig, dass halt Leute halt verstehen, wie krass das für mich ist. Also, dass, ja, keine Ahnung, dass das für mich ein, also so ein, das ist das, so ein riesen Vertrauensding, weißt du? Mhm. Aber prinzipiell, ja. Ich verstehe voll, was du meinst. Also, weißt du, ich habe irgendwie, ich bin, was mich halt zum Beispiel bei der Sache so abdingset ist oder so, wenn Leute einfach nur, wenn so Leute nur so Jokes darüber so machen und so, boah, das würde mich voll interessieren, das würde mich voll interessieren, bla 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 und so irgendwie gar nicht so checken, dass das halt für mich einfach voll die sensible Thematik ist und dann irgendwie, das ist halt für mich, es ist für mich nichts krass, also es ist für mich nichts so Lustiges so, es ist halt für mich nichts, worüber ich jetzt so krass Witze mache oder so. Also wenn ich mit dir unterwegs wäre und ich würde ich dich niemals zeigen und dich wie Anonymous behandeln. Das Ding ist, ich war noch nie irgendwann mit jemandem, der, also bei dem man kennen würde, den man halt auch so sieht, war ich noch nie irgendwo unterwegs. Also das habe ich mir noch nie getraut. Warst du noch nicht auf der Gamescom? Noch nie? Noch nie, nein. Oh mein Gott, ich hatte seit Jahren keinen anderen Creator gesehen. Mich hat Kevin das letzte Mal 2020 gesehen. Das war der letzte. Du bist einfach ein Phantom. Ja, mehr oder weniger. Weißt du, wie ich mich dich vorstelle vom Aussehen her? Leute. Jetzt bin ich gespannt. Also, das ist, klingt jetzt weird, aber so wie der Minecraft-Charakter halt so ein bisschen nur in Real Life. Ja, aber verstehe ich, das geht, glaube ich, sehr vielen so. Fände ich witzig, so, dass du mal so Sakko trägst, vielleicht mal so einen Anzug ab und zu. So wie ein Film, so Business-Leute, die dann immer nur so richtig... Mit grauer Haut, meinst du? Ja, das vielleicht jetzt nicht. Blasser Haut, weil du nur zu Hause chillst anscheinend. Und kein Selbstfreund dann darauf hast und logischerweise dann blass bleibt, weißt du? Mhm. Eventuell. Nicht jeder hat blasse Haut. Oh mein Gott. Du bist nicht gemein. Tatsächlich habe ich damals, also das ist halt auch... Mhm. Ich habe, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, ja. Ich mir ein Solarium gekauft. Was? Hast du dir so eine Bank geholt mit verschiedenen Stärken oder was? Eine Stärke? Also ich bin, oh mein Gott, Isa, was ist das jetzt für ein Talk? Aber also ehrlich gesagt, also ich würde es jetzt nicht mehr machen, weil es halt echt super schädlich und so weiter ist, aber ich bin echt lange Zeit ins Solarium gegangen, aktiv. Du meinst, du warst beim Solarium, also das Solarium war bei dir? Ja, und dann habe ich mir irgendwann eins gekauft. Oh mein Gott. Er mag Privatsphäre, ja. Wir sehen Basti auch niemals in dem Mc's essen, sondern er kauft den Mc's, bevor er da essen Mann, geht. Oh mein Gott. Oh, hab ich die ganze Zeit einen falschen Block? Nö. Ich find's halt ganz cool mit Diablöcken irgendwie. Aber mir kommen jetzt gerade die Pfeiler ein bisschen instabil vor. Also irgendwie ist der Pfeiler irgendwie, um das Ding zu tragen, irgendwie ein bisschen zu schmal. Oder man, also, weiß nicht, ich will eigentlich nicht aufs Glas bauen. Ich glaube, ich muss erstmal den Trident darauf ebnen. Jetzt überlege ich aber, der Trident soll ja gehalten werden. Aber wird der Trident auch von Quarzsachen gehalten oder mache ich da jetzt Steine? Ja, ich baue jetzt halt sozusagen das untere Podest dafür. Ich glaube, ich würde es auch ganz cool finden, wenn halt hier Wasser so rausfließt. Aber das Wasser soll halt auch irgendwie schön fließen. Ja, dann hast du die Lösung. Alter, Wasser ist so ein Mysterium, ne? Dass es jetzt halt geht. Hä? Wieso hält das jetzt? Ja, gute Frage. Ich überlege, ob ich noch irgendwo ein Dia mit reinpacken kann. Nicht, dass die Fische hochschwimmen. Das können sie nicht, Leute. Weil hier, das ist ein doppelter Layer. Das ist so gut, dass wir das damals so gemacht haben. Dadurch ersparen wir uns jetzt halt so viele Kopfschmerzen. Oder, also ihr checkt, also ich finde halt den Flex ganz cool, einfach hier Dia-Blöcke noch mit reinzubauen. Boah, ich finde, das ist echt eine schöne Textur, ne? So. Ja, Leute, die aber generelle Halterung, das ist jetzt halt nochmal ein bisschen das Entscheidende. Die Halterung selbst, wenn du jetzt hier auch so reinfliegst, ja, das hat schon eine coole Wirkung. Von hier oben, das ist mir immer sehr wichtig, dass es jetzt von oben gut aussieht. Ah, wir haben jetzt, by the way, unser Concrete Powder ein bisschen abgefockt. Boah, ich bin voll happy, dass wir das gerade so gut hinbekommen. Was ist ein gutes Geburtstagsgeschenk, Basti? Für wen? Welches Alter? Wann? Mann, 27 Januar.
Jo, ich glaube, das reicht an Info. Ja, gut. Was halt keinen Wert oder keinen Preis übertrumpfen kann, ist immer, wenn man irgendwie einen wirklich herzhaft lustigen Insider irgendwie geil umsetzt. Aber... Was hältst du noch so? Meinst du jetzt eher was man einfach kaufen kann? Nee, so auch was anderes, so ein Insider, das Ding ist, sowas bringe ich schon zu oft. Okay, du kannst ein Bild malen. Oh mein Gott, weißt du, was ich mache? Ich mache ein ganz großes Bild mit so einer Leinwand, ja. Mal meinen ganzen Körper an, leg mich aber da drauf. Easy. Ich habe das mal auf Pinterest gesehen, das fand ich wirklich cool, das wollte ich wirklich mal machen, aber da dachte ich mir so, nein. Ich habe häufiger so auf Leinwand ein paar Bilder gemalt und so. Das macht richtig Spaß. Das ist auch was ich, wenn ich mich zeigen würde, was ich onstream voll gerne machen würde. Er macht auch gerne Racing-Stuff und so, oder? Aha. Hat er so voll krasses Racing-Equipment? Nee, aber ich glaube, der hat ein Lenkrad da, aber nicht angeschlossen. Es gibt halt für so, was ich zum Beispiel habe, ist ein Wheeling-Stand, dass du halt das Lenkrad in so einer, also dass du das schon direkt montiert hast in so einer Vorrichtung, wo du auch den Sitz mit drin hast und, also das habe ich nicht, aber dass du das Lenkrad und so weiter immer in fester Position hast und so und das, sowas ist geil, aber ich weiß nicht, wie krass du sein willst. Aha. Klingt geil. Ich überlege gerade, Leute, wenn wir jetzt den Diagonal bauen, dann müssen wir ja noch weiter hier in die Höhe gehen. Hier weiter in die Höhe und dann wird der hier so gefasst und dann ist der hier. Dann ist der hier so. Die Fassung aus Netherite würde, ich glaube, würde nicht passen. Also wir müssen jetzt nicht auf Ach und Krach, finde ich, Netherite versuchen hier unbedingt einzubauen. Das können wir aber nochmal an einer anderen Stelle. Ja, ist okay. Ich finde den gut. Und dadurch stecken wir halt den Trident. Das wird sehr cool. Das wird sehr, 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 sehr nice. Genau, wir hatten gestern noch die Überlegung gehabt, ob wir den Kollegen aus Netherite machen. Aber das werden wir nicht tun, weil es auch nicht so gut aussieht. Beziehungsweise ein bisschen zu teuer wird. Und deswegen werden wir unseren Trident, der mehr oder weniger als Statue sozusagen in unsere Basis kommt, als große, besondere Sache. Ich glaube, wir stürzen uns mal ins Abenteuer. Ich bin, glaube ich, kein Fan davon, das mit den Trapdoors da zu machen. Auch wenn das dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Tiefe verleiten kann. Aber ja, wir gucken mal. Super umständlich, aber ich habe mir eigentlich gemerkt, dass hier ein Schneemann ist. Weil wir brauchen ordentlich erstmal ein bisschen Schnee. Wieso machst du für die Wasserstände in dem Boden, also neben dem Fluss, nicht einfach Nebellöcher? Weil das richtig viel Zeit kostet. Das ist richtig viel, Bro. Das ist nicht so einfach gemacht und vor allem auch nicht so schnell. Da können wir uns auf jeden Fall auch wieder da setzt du dich am Ende halt eine echt lange Zeit wieder hin. Weil dann muss nochmal der ganze Fluss, muss ja dann auch nochmal tiefer, also viel weiter tiefer gesetzt werden. Es müssen nochmal so viele Glasblöcke verbaut werden. Das dauert wirklich ganz viele Tage, ganz viele Streams. Und ich glaube, dass es das am Ende nicht wert sein wird. Also rein optisch. Ich habe zum Beispiel die Zeit für das Nebelloch investiert bei der Decke in der Pyramide, weil das einerseits von oben sichtbar ist, aber auch zum Beispiel auch von unten als Decke. Ich glaube, dann ist es noch ein bisschen was anderes. Ja, dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Der liegt ja dann jetzt hier so auf. Und zwar ist der dann auch 3 Blöcke breit. Ich muss jetzt erstmal gucken. Also 4 mehr als 5 gehen hier nicht nach unten. 2, 3. So, ich muss jetzt erstmal selber ein bisschen überlegen, wie genau ich mir das vorstelle. Wir legen erstmal die Diablöcke auf. 8, 9, 10. Wir machen mal 11. Zeig mal. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Länge. Ich glaube, das sollte passen. Hallo? Hello! What's up, Kerr? What's up? Nicht viel, Alter. Wir sind ja die Einzigen. Was ist denn los? Was ist mit den allen anderen los? Ja, gell? Voll schwach. Die sind weak. Die fühlen Minecraft nicht so sehr wie wir. Ist enttäuschend. So. Ja, hätte ich nicht gedacht. Naja. Wie lange bist du schon da? Seit 2 Stunden. Der Grind. Wie war es gestern? War schön. War alles soweit weihnachtlich. Aber heute geht's auch wieder weiter. Was macht ihr heute? Ja, jetzt nichts groß, krass, halt wegfahren, Isa. Ich bin ein großes Mysterium. I see. Das brauche ich. Ich bin hier gerade an meinem, du weißt gar nicht, ich einen Trident baue, ne? Ich baue so einen Trident in meiner Base, so als Skulptur. Das kommt aber big. Ich hoffe, aber ich bin voll am Überlegen hier und so, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen nebenbei am Freestyle gewesen und ich glaube, ich habe eigentlich eine ganz gute, das wird schon was. Doch, aber der, das wird safe big. Der repräsentiert so ein bisschen das ganze Wasserding und so, der wird, ja, ich hoffe, ganz gut aussehen. Aber es geht bei dir, wie war dein? Ich habe gestreamt schon.
Stimmt, gestern hast du noch. Wie lange hast du gestern gemacht? Bis 10. Aber nicht schlecht. Ist gut vorangekommen. Was hast du gemacht? Geterraformt. Ich habe richtig, richtig lange ein Klavier versucht zu bauen. Sah auch krass aus und alles. Ja. Aber es hat einfach nicht gepasst, also habe ich es abgebaut. Und es hat wirklich brutal lang gedauert, weil ich mit diesem Buch gearbeitet habe und an den 1000 Enderköpfen, Enderdrachenköpfen da, uff. Ja, vieles ultra pain. Da musst du, stehst der Experte mittlerweile drin. Ist halt so sad, weil das Klavier war einfach zu groß für die Stelle und ich habe sonst keine andere Stelle gehabt, deswegen muss ich jetzt das andere machen. Boah, das ist tougher, als ich gedacht hätte. Warte mal, ich muss das so rummachen. Weil wenn wir das mit so einer gewissen Tiefe machen wollen, ja, eigentlich ist das schon ein ganz guter Play. Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil ansonsten haben wir so ein Pixel-Art. Wenn wir das ansonsten anders angehen würden, haben wir hier so wirklich einfach nur eine Pixel-Party. Pixel-Art-Party. Alright, Basti, ich muss jetzt auch gehen. Muss jetzt losfahren. Alright, Isa. Dann wünsche ich viel Spaß. Jo, ich dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. The Lonely Warrior. Jetzt bin ich's. Allein auf dem Server. Wer mit Dias baut? Naja, warum nicht? Ich find's also... Klar, einerseits ist es ein ganz nicer Flex, aber man darf auch nicht vergessen, selbst wenn der Block nicht wertvoll wäre, würde ich den halt gerne verbauen. Ja, es passt halt optisch einfach richtig gut zusammen, muss ich sagen. So, und hier hinten, ja, wie lassen wir das jetzt zusammenführen? Wir machen jetzt hier Triple Diamond Block. Die müssen da jetzt halt kommen. Ja, eben, also weil die Spitzen halt eben auch nochmal ziemlich weit lang reingehen so, müssen die auch nochmal einberechnet werden und die sollen ja jetzt auch nicht die Decke kratzen, ne? Ich habe schon gerade gesagt, also Diamantenblöcke, selbst wenn sie nicht wertvoll wären, würde ich mit denen gerne bauen, weil sie jetzt einfach farblich hier gut reinpassen. Als einfach die perfekte Kombination ist dieser Türkiston, wobei es ist mehr hellblau, aber es ist eine gute Kombination aus den Türkisblöcken. Und ja, es ist wertvoll, ne? Sieht halt auch cool aus, dann damit zu bauen. Mehr zur Seite, ja, chill, Bro. 3, 4... Hier hoch und so. Das ist die erste Spitze. Wir machen es erstmal mit 4 hoch, Seite hoch. Ich weiß nicht, ob ich es mit der Schattierung so machen würde. Also, ja, muss man aber ehrlich gesagt. So, nee, wir machen es einmal so. Der hier kommt weg, dann hier so und dann ein hoch. Ja, vielleicht maybe eher so. Ja. Ich würde ihn, glaube ich, nochmal oben länger machen. Ich glaube, dass das nochmal was macht. Dann spiegeln wir das mal ganz kurz auf der anderen Seite. Das machen wir mehr oder weniger. So und so. Unten fehlt ein Schnee. Ja, wie gesagt, warte. Erstmal muss der Dirt hier raus. Und dann sollte uns ja auch der Fehler gleich auffallen. Und zwar da. Wupp, zack, klack. Ja, das sieht mächtig aus. Ich überlege halt, es kommt ja jetzt ein Verbindungsblock. Ein weißer, sag ich mal, eine gewisse Schattierung. Ich glaube, dass man das auch einfach aus White Concrete machen kann. Man könnte da jetzt auch noch dunklere Töne nehmen. Aber ich glaube, dass Weiß an sich für mich ausreicht. Dann würde ich einfach hier Doppelblock so hochziehen. Wie sieht denn das aus? Ja, das ist perfekt. Dann machen wir das nochmal nach unten. Und dann haben wir halt auch, dann haben wir halt wirklich gar, dann haben wir halt keinen auf Krampf. Irgendwie ein Pixel-Art so in der Base, weil das hätte ich jetzt, ne, würde ich jetzt nicht so geil finden. Und dann kommst du halt hier rein und siehst halt den Kollegen. Ich find's geil. Ich find's schon cool, es hat was. Es hat einen Vibe. Und der ist halt in so einer Verankerung, ne. Also das checkt ihr, der ist halt, der wird halt, ne, der ist durch so einen Ring. Wo soll der Zombie dann hin? Ja, das ist dann so die nächste Aufgabe. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Nö, ich würde den unten hinstellen. Ich glaube, dass der unten halt viel mehr Wirkung hat. Und es geht mir halt hier heute um die Wirkung. Also, haben wir dann gar keine Kiste für Glas? Nö, haben wir nicht, was hier? Unten kann man ihm aber auch noch besser anschauen. Ja, deswegen, also, es wäre halt so, weißt du, du würdest so sagen, hey, komm mal hier in meine Basis. Und guck mal jetzt nach oben. So, du sollst von alleine den sehen. So, und was wir auf jeden Fall jetzt auch machen müssen, ist unsere Chestplate anziehen. Denn das kann auch nochmal alles ein bisschen wehtun. So, das ist unser Kollege, falls ihr den auch nicht kennt. Das ist der mit einem Loyalty. Der ist mit einem Loyalty-Trident natürlich gespawnt. Und da er halt nicht so ein riesiges Inventar hat, sammelt er die Dinge halt immer wieder, also versucht sie halt einzusammeln. Und deswegen fliegen die halt durch ihn durch. Dementsprechend ist es halt schon was sehr, sehr Besonderes. Und im besten Fall geht er hier halt rein. Ich mach das mal so erstmal. Ich überlege, ob ich ihn halt eher nach oben setze. Ja, ich finde es irgendwie nicht so geil, dass er die ganze Zeit so hoch und runter schwimmt. Ich weiß nicht, was ich besser fände.
Ich überlege halt, was ich überlege. Ich finde, man kann ihn jetzt so ganz gut sehen. Und so kannst du rein theoretisch, wenn du halt nah an ihn rangehst, das halt auch triggern. Also du kannst halt richtig gut auch zeigen, hey, guck mal. Der kann halt den Trident halt so auch halten, weil, wisst ihr? Ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooler Käfig jetzt. So, das hier ist unser, mehr oder weniger, neben dem Basting und dem Aquarium, das nächste Einrichtungsobjekt in der Basis. Was ich hier einfach sehr, sehr, sehr gut finde, ist, es sieht halt sehr besonders aus, lässt die ganze Basis nochmal unique werden. Plus, ich kann verstehen, dass Leute sagen so, ja, okay, aber was hat jetzt mit Black Poison zu tun? Bro, verstehe ich voll. Also das selbst hat nichts mit Black Poison zu tun. Oh, wir müssen da noch was machen. Es selbst hat nichts mit Black Poison zu tun, aber das gesamte Thema um die um das Aquarium, also das ganze Aquarium- und Wasserthema, hat halt viel mehr und mehr Substanz angenommen, was diese Basis angeht, als ich eigentlich selber gedacht hätte. Was ich aber gut finde, weil ich mag es. Also das hier sieht zum Beispiel auch, diese Ecke hier. Ich finde, das sieht halt einfach auch voll schön und alles nur in Schwarz-Weiß zu bauen, finde ich nicht so geil. Und deswegen habe ich halt mehr oder weniger einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich einfach gemacht habe und jetzt dann gar nicht so eine große Wissenschaft draus gemacht habe am Ende. Ja, aber genau sowas wie den Shrine und solche Einrichtungsdinger, das ist so wichtig für die Basis. Ich glaube, ich würde dann auch zum Beispiel mit den Kühen oder so oder mit dem Fuldia-Zombie müssen wir gefühlt auch nochmal sowas machen. I don't know. Aber man will irgendwie jetzt nichts in irgendeine Ecke bauen. Ich glaube, als nächstes müssen wir uns jetzt mal darum kümmern, das hier nochmal zuzumachen und dann halt generell, ja, die Seiten da so zu befüllen. Zoo mit Monstern. Ja, Bro, das Problem ist bei der Sache, das hat man halt jetzt einfach wirklich in jeder zweiten Hardcore-Welt auf YouTube gesehen. So, yo, ich baue halt ein Zoo, ich baue ein Zoo, ich baue ein Zoo, ich baue ein Zoo. Ja, ich baue auch ein Zoo. Nee, ich weiß nicht, habe ich nicht so Bock drauf. Wie viele Spielstunden habe ich auf dem Server? Es kann manchmal kein Zufall sein, ne? Naja, auf jeden Fall mehr als 13 Tage. Wobei man auch mal ganz kurz mir anrechnen muss, dass ich hier keine AFK-Farmzeit drin habe, ne? Du kannst deine Spielzeit dann einfach hochpushen, indem du lange AFK stehst. Alright, Freunde. Aber ich glaube, das hier ist ein echt schöner Anblick. Und den kann man dann erstmal hier so stehen lassen. Leute, ich verabschiede mich für heute. Auch wenn ich weiß, es ist noch nicht viel Zeit vergangen. Macht's gut. Bis morgen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, 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 ciao.